willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr an einem weiteren Tag bei mir dabei seid. Und ja, meine lieben Leute, ihr seht hier im Hintergrund eine wunderschöne neue Küche, die ich euch im letzten Vlog schon gezeigt habe. Und heute, meine lieben Freunde, es ist der 3. Advent heute. Und jetzt, was muss man machen, Leute? Besinnliche Weihnachtszeit, Kekse backen. Und heute gibt es eine weitere Ausgabe von Kuhlkopf Alex Back Kekse. Ja, Kekse. Back Kekse. Let's go. So, meine lieben Leute, da bin ich wieder. Ich habe die Kamera kurz umgestellt, denn hier ist unsere Arbeitsfläche, Leute. Wir haben hier schon alles bereitgelegt, also eigentlich nur ein Ei, aber ja, wir brauchen da noch ein paar Sachen. Hier am Tablet, natürlich von Samsung, Leute, ist das Rezept für diese Kekse. Die heißen übrigens Rucki-Zucki-Kekse, man kennt. So sollen die dann am Ende aussehen und ich bin gespannt, ob ich das so hingebekomme. Okay, ich werde jetzt mal die Zutaten, die hier stehen, werde ich mir mal rauslegen, hier hinlegen und dann geht's, würde ich sagen, gleich los. So, meine lieben Leute, wir haben alles zusammengegeben. Sind wir dazu aufgekommen, dass man nichts am Anfang alles so reingeben sollte. Ja, jetzt ist das alles in einem. Eigentlich sollte man das schrittweise dazugeben, aber wir probieren es jetzt und ich hoffe, bitte drückt mir die Daumen, dass das funktioniert, weil das wäre ein wenig scheiße, wenn wir das jetzt verkacken würden. Und ich fange jetzt mal an und das geht ja richtig ab, du. Ah, scheiße. If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know? What I know, do you love, do you hate? Do you care what I say? Is it all just the same? Always make these mistakes. Ooh, eBay, be take me, play me. All I wanna do is please, wanna spread like a disease. Ooh, eat crazy, tasty, baby. I just wanna feel you. Jetzt haben wir erstens den Teig verkackt und zweitens habe ich jetzt gerade den Rührstab kaputt gemacht. Eigentlich gehört da noch das dran. Ja, Kochkünste würde ich sagen, oder? So, meine lieben Leute, die verkackte Masse, die hier gar nicht runtergeht, weil ich Profikoch bin, die muss man jetzt in Walnussgröße auf ein Backblech setzen. Das Problem ist, die sind so fest, das geht nicht mehr runter. Leute, hier seht ihr heute, wie man auf keinen Fall Kekse backen sollte. Do you know what I know? Do you love, do you hate? Do you care what I said? Is it all just the same? Always make these mistakes. Ooh, eBay, be take me, play me. All I wanna do is please, wanna spread like a disease. Ooh, eat crazy, tasty, baby. I just wanna feel you breathe. I just wanna feel your need, yeah. Yeah. Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage. So, meine lieben Leute, die Kackkekse sind jetzt fertig und ich muss sagen, sie sehen nicht mal so kacke aus, wie sie am Anfang waren. Sie sind wirklich schön aufgegangen, sie sehen eigentlich einigermaßen so aus wie auf dem Foto. Hier muss man die natürlich noch auseinanderschneiden, weil sie sind ein bisschen zusammengerutscht. Aber Leute, jetzt das finale Ergebnis von den Kackkeksen. Werden sie schmecken oder werden sie nicht schmecken, Leute? Wir werden jetzt genüsslich reinbeißen und entweder schweiben oder sich erfreut. Ja, egal, beißen wir einfach rein. Also, weil man ein zweites Gebiss auf Lager hat, auf jeden Fall sehr lecker. Die sind nicht schlecht. Ich muss sagen, ja, es ist einfach ein Cookie eigentlich. Es ist nicht schlecht, aber Zucker, Kaffee und Tee kann man sich gönnen, Leute. Leute, es ist eine Woche später. Es ist Sonntag, der 22.12.2019, meine lieben Freunde. In 2 Tagen kommt das Christkind. Und wir sind jetzt am Vorbereiten, denn wir bauen jetzt, wir putzen jetzt den Christbaum auf. Auf jeden Fall, meine lieben Leute, ist der Christbaum jetzt herinnen und den werden wir jetzt schmücken mit Kerzen, mit Kerzen und Kugeln und so weiter. Wir haben hier schon einen Engel. So einen kleinen Stern, einen Stiefel und so ein paar weihnachtliche Sachen. Hier ist so eine kleine Girlande. Und hier kommt der nächste Engel herbeigeflogen. Und wir, Leute, machen jetzt den Christbaum. Das ist das hier auf jeden Fall, Leute. Eigentlich ziemlich schön, ziemlich groß. Groß schön. Oder schön groß. Und auf jeden Fall
jeden Fall, meine lieben Leute, da wir Superkräfte haben, würde ich sagen, wir schnipsen und dann ist dieser Christbaum fertig. Und ich würde sagen, das machen wir mal, weil es kann nur ein YouTuber. Und dann würde ich sagen, Leute, machen wir das, oder? So, meine lieben Leute, professionelles Stativ ist am Start. Ihr könnt jetzt hier fast einen gesamten Christbaum sehen. Und ich würde sagen, Leute, wir schnipsen und dann ist dieser Christbaum fertig, okay, Leute? Ich würde sagen, 3, 2, 1... So, meine lieben Leute, ihr seht im Hintergrund, der Christbaum ist fertig geschmückt, Leute. Ich zeige ihn euch mal ganz. Auf jeden Fall, meine lieben Leute, hier Rot und Gold ist eigentlich die Hauptfarbe hier, also so Rot. Girlanden, rote Kugeln, goldene Kugeln. Ja, so sieht er aus, Leute. Eigentlich ziemlich schön, würde ich sagen. So, Leute, immer das Wichtige ist, wenn man YouTuber ist, einfach schnipsen, dann ist der Baum fertig. Ja, so geht das, Leute. So, meine lieben Leute, das ist von diesem heutigen Weihnachtsvlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert mich gerne kostenlos und aktiviert die Glocke, falls ihr keine weiteren coolen Videos mehr verpassen wollt. Auf jeden Fall ist in diesem Vlog einiges passiert, meine lieben Freunde. Wir haben Kekse gebacken und so weiter. Leute, ich wünsche euch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest mit eurer Familie und Freunde. Genießt die Zeit, Leute. Haut rein und ciao.